Ja, hallo, schön, dass Sie da sind. Ein wahnsinnig heißer Nachmittag, aber Sie kommen nicht aus einem kühlen Büro, sondern haben schon was Sportliches sozusagen hinter sich. Sie kommen jetzt aus Tübingen-Rottenburg, oder? Genau. Genau, wir waren unterwegs mit einigen passionierten Radfahrern und einigen Experten. Das hat man in letzter Zeit in der Zeitung lesen können, dass das Land zwischen Rottenburg und Tübingen einen Radschnellweg plant. Und wir sind jetzt in der Frühphase und jetzt ist die Frage, wo geht der lang? Führt er sozusagen mitten durchs Tal, also durch die Wiesen und an Hirschau vorbei oder eher an der neuen B28 neu? Da gibt es auch eine Möglichkeit, das haben wir uns genau anguckt. Wo braucht man Platz? Wo gibt es schon Platz? Wo ist schon asphaltiert? Wo müssen wir noch was machen? Wo muss man eine Straße kreuzen? Braucht man eine Brücke, eine Unterführung? Die Punkte haben wir uns alle anguckt und sind guten Mutes. Es gibt relativ wenig Hindernisse im Vergleich zu den anderen Trassen, die wir auch im Land suchen, wo es viel mehr Konfliktthemen gibt. Echt, tatsächlich. Und Radschnellweg heißt breit und... Radschnellweg ist definiert. Er muss mindestens 4 Meter breit sein. Er muss mindestens 5 Kilometer kreuzungsfrei sein. Und einen guten Asphalt. Und natürlich gute Oberfläche. Und es sollten mindestens 2.500 Radler pro Tag unterwegs sein. Sonst braucht man so eine üppige Infrastruktur nicht. Aber und das ist gibt eine Voruntersuchung, dass das Potenzial da ist von 2.500. Deswegen steigt das Land auch ein. Sonst müssten es die Kommunen machen. Und jetzt ist halt die Stadt Tübingen ist gefragt, wie geht es in Tübingen weiter? Rottenburg ist gefragt, wie machen wir es in Rottenburg weiter? Das Land baut genau zwischen den beiden Städten. Ach, tatsächlich. Ja, wir werden irgendwie ein Radfahrland, oder? Es ist das, was wir so mitkriegen. Wir sind ja nicht im Verkehrsministerium, aber wenn man versucht, sein Rad reparieren zu lassen, im Moment völlig unmöglich. Also alle Radläden sind komplett überbucht. Man kann auch keine Räder mehr kaufen, weil alles ausverkauft ist. Man kann froh sein, wenn er mal irgendwie einen Schlauch kriegt irgendwo. Ist das Positive an Corona, kann man sowas sagen? Ja, das ist jetzt, Corona hat es nochmal beschleunigt, aber der Trend ist schon seit längerem da. Also es gibt einen kulturellen Wandel, dass mehr Menschen auch gerne sich selber bewegen wollen und auch umweltbewusst sich bewegen wollen. Dann will ich mal nicht verhehlen, dass ich seit 9 Jahren Minister bin und Radverkehr kräftig gefördert habe. Und auch heute eine andere Situation habe. Vor 9 Jahren hat man mich noch ausgelacht, wenn ich gesagt habe, Leute, baut Radwege. Heute kommt selbst ein konventionell aussehender Landrat oder Bürgermeister und sagt, Herr Herrmann, ich baue einen Radweg. Also da hat sich im Bewusstsein was geändert und es gibt übrigens auch eine neue Seniorengeneration, die gut situiert ist und sich gute Pedelecs kauft und die schöne Radtouren macht. Und das alles hat irgendwie sich verändert. Ich habe vor über 20 Jahren, als ich das erste Mal hier in Tübingen als Abgeordneter kandidiert habe, habe ich ja schon gesagt, wir brauchen noch eine bessere Radwege und Radtourismus wäre eine Möglichkeit, im Neckartal einen Aufschwung zu fassen. Heute ist er da. Also gerade in Rottenburg kommen im Wahnsinn, Sommer viele Radler, die auf den Marktplatz kommen. Das war früher tote Hose. Am Samstagnachmittag, heute ist da. Kein Parkplatz für ein Fahrrad. Ja, das stimmt. Aber was auch noch erstaunlicher finde ich, dass so Großstädte, die ja sogar jahrelang für Fußgänger praktisch unerträglich waren, wie Stuttgart. Ich meine, Stuttgart ist eine reine Autostadt mit diesen Riesentrassen. Manchmal konnte man kaum so ein bisschen Fußgängerzone und so. Aber jetzt kann man tatsächlich auf der B14 Fahrrad fahren. Ja, wird das denn angenommen? Gibt's da? Naja, Stuttgart hat sich deutlich verändert. Stuttgart war, also als ich angefangen habe, war das mit die schlechteste Großstadt in Deutschland. Ja. Inzwischen haben wir mächtig aufgeholt. Stuttgart ist jetzt auch bei unserem Bündnis für fahrradfreundliche Kommunen, also strengen sich an, machen was. Haben jetzt eine Studie machen lassen, wie viele Radschnellwege es in Stuttgart geben könnte. Und es ist tatsächlich so, in Stuttgart kämpft man sozusagen um jeden Parkplatz, wenn der durch einen Radweg gefährdet ist. Das ist ein Problem. Aber in der Summe, muss ich sagen, kommt auch in Stuttgart einiges voran. Ich erzähle immer, wenn ich früher mit dem Rad in der Stadt unterwegs war, habe ich oft weit und breit keinen gesehen. Heute sehe ich viele und heute passiert mir sogar, dass ich zu mehreren an einer Ampel warten muss. Da war ich früher oft einsam. Ja, ich bin ja auch in Stuttgart aufgewachsen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dort Fahrrad zu fahren. Also das war gar nicht... Es gibt mehr Wege und man muss auch sagen, Stuttgart hat, ja gut, das gilt für Tübingen auch, natürlich Berge und die Pedelecs haben schon, kann man sagen,
die Berge geplättet, faktisch. Mhm. Ja. Mhm. Ja, man hört von Stuttgart ja ganz andere Sachen irgendwie gerade im Moment. Also irgendwie ist das Thema Städte und Innenstadt, das ist ja nicht nur eine Frage des Verkehrs, sondern das ist auch eine Frage des Umgangs miteinander. Und das ist auch so ein Post-Corona-Thema, oder? Oder ist es auch immer schon ein Thema, dass es, man den Eindruck hat, dass die Enge in den Städten und die unterschiedlichen Interessen, Konsum und Feiern und Verkehr, dass das immer komplizierter wird, das miteinander in, oder sozusagen in eine Balance zu bringen? Also Stuttgart ist schon lange eine Partystadt. Das haben wir vielleicht in Tübingen nicht so wahrgenommen, aber weil man denkt, wir sind eigentlich die Hochburg und des Feins und so weiter. Aber also Schwaben und Party, das ist so eine Kombination. Ja, aber das ist, Stuttgart ist echt eine Feierstadt. Mhm. Also das ist, erstens gibt es, also vor Corona, an jedem Wochenende ist irgendwo ein größeres Fest, aber richtig großes Fest, nicht irgendwie ein kleines, richtig großes Fest. Und dann muss man sagen, dass die jungen Leute von der ganzen Region in das Zentrum strömen. Und klar, viel Alkohol im Spiel, aber natürlich auch zum Teil eben soziokulturelle Milieus, die nicht gut integriert sind und die Alkohol und sonstige Geschichten dann zu Aggressionen führen, die dann zu solchen Ausbrüchen führen, die man nicht für möglich gehalten hat. Das ist, glaube ich, erstens ein Hinweis, dass wir mehr tun müssen für Integration. Und ich glaube auch, dass wir, also Toleranz zeichnet sich nicht dadurch aus, dass man gar keine Grenzen setzt, sondern dass man einen Rahmen setzt und sagt, in dem Rahmen sind wir sehr tolerant, aber dann ist Schluss. Und manchmal habe ich den Eindruck durch die Tatsache, dass man, also wenn man in Stuttgart sich so bewegt als junge Leute, hat man nicht den Eindruck, dass da irgendjemand auf irgendwas achtet. Ob du was wegschmeißt oder ob die hin und die Hecken pisst. Das wirkt alles so, da ist ja nicht wie in anderen Ländern, dass überall Polizei patrouilliert. Das ist da nicht so. Und das führt zu einer, wie ich finde, zu einer Art zum Verhältnis von zu Regeln. Die bricht man einfach und auch, wie ich finde, auch respektloses Verhältnis zu öffentlichen Einrichtungen, ob das eine Parkbank ist oder ob ein Brunnen ist oder was auch immer, wird da was reingeschmissen. Und nicht, man hat nicht den Respekt, dass es eigentlich eine Sauerei ist und dass es eigentlich eine Sauerei ist, dass es andere gibt, die das aufräumen müssen. Und das ist auch eine teure Bezahlung. Kann man da jetzt, das klingt so, dass man sehr viel ordnungspolitisch machen müsste, das ist wahrscheinlich tatsächlich auch richtig, aber kann man da auch städtebaulich, also kann man da stadtpolitisch auch was machen, dass die Leute, dass es räumliche Entzerrungen gibt oder dass es mehr Platz gibt, brauchen die Leute mehr Platz zum Feiern oder andere Plätze oder ist das gar nicht das Problem? Also es gibt echt viele Plätze und es gibt ja auch nicht nur Szenen, es gibt noch ein paar andere große Plätze, wo auch was los ist. Das glaube ich nicht, aber man merkt, man hat jetzt in Corona-Zeiten merkt, alle diese Gaststätten, in die normalerweise gehen, sind geschlossen. Und das führt halt dazu, dass sie dann woanders hingehen. Und in Gaststätten gibt es eine gewisse Kontrolle, also du wirst halt, wenn du dich da halt neben raus bewegst, wirst du rausgeschmissen. Aber wenn du auf dem Platz dich nehmen willst, schmeißt dich keiner raus. Also man bräuchte ja irgendwie sowas wie eine neue Platzkultur oder so. Ja, das ist wahrscheinlich, also wir brauchen eine neue Kultur auch der öffentlichen Verantwortlichkeit. Ja. Also dass man wirklich, also ich freue mich ja über jeden, der Freude im Leben hat und sich und mit anderen feiern. Aber was ich ums Verrecken nicht leiden kann, das ist, wenn die öffentliche Hand alles tut, dass es schön aussieht. Und dann lassen sie sich nieder und hinterher sieht es aus, wie wenn es eine Sondermülldeponie wäre. Also wo ich finde, warum kann man eigentlich nicht direkt daneben steht ein Papierkorb, warum kann man das nicht da reintun? Und und dann kommt ja auch noch dazu, dass dann werden die Flaschen zerschlagen, wo ich denke, kann man vielleicht mal dran denken, dass Kinder und Hunde rumlaufen, dass die vielleicht sich verletzen können. Und das meine ich mit nicht an andere denken und keinen Respekt haben gegenüber anderen, sondern nur egozentrisch. Und das ist, glaube ich, eine Unkultur, die man gerne anders haben will. Wobei man sagen muss, es gibt natürlich auch irgendwie so eine andere Seite an jungen Leuten, die geradezu irrsinnig verantwortlich sind. Also das merkt man natürlich hier in Tübingen, dass es auch unterschiedliche Einstellungen dazu gibt. Und da hat man natürlich Leute, die irgendwie 50% oder 100% ihrer Freizeit darauf verwenden, irgendwelchen Leuten zu helfen oder, was weiß ich, sich für die Ökologie einzusetzen und den Rest fahren sie noch Fahrrad. Also das darf man dann, glaube ich, auch nicht aus den Augen verlieren. Dass man die sind das nicht alle ist gleich. Auch ganz, wie gesagt, wenn meine Tochter da hingeht, das weiß ich schon, dass sie keine Flaschen wegwirft und sich auch nicht umsauft. Ja? Aber trinken tut sie auch schon ordentlich. Ja? Aber sie sagt, ich habe
Aber ich habe das alles unter Kontrolle. Aber ja. So, also da wird es wahrscheinlich Unterschiede geben, aber sie sagt auch, es gibt bei ihr manchmal einen Klicker, einzelne, wo, wenn man dann fragt, und wie ist denn der und der, und sagt, ja, naja, und dann fragst du weiter, und dann kommt irgendwie raus, mit dem haben sie Probleme, dass er jedes Mal zu viel trinkt. Ja. Aber die anderen, wenn er in der Clique ist, bremsen die ihn noch. Aber wenn die Clique selber schon, wenn alle zu viel trinken, gibt es halt niemand mehr, der bremst. Das haben wir ja jetzt in Tübingen auch ein paar Mal gehabt. Ja. Also da kommt noch ein bisschen was auf einen zu, da sind die Radwege noch die kleineren Probleme, oder? Schöner Radweg. Wann wird der fertig? Ja, jetzt muss erst mal vertieft, also die Entscheidung gefällt wird, wo, wie und dann, also ein paar Jahre dauert das schon. Echt, tatsächlich? Ja, ja. Ach, wobei das nach unserer ersten Einschätzung ist der wahrscheinlich der Radweg, der am schnellsten gebaut werden kann in Baden-Württemberg, von den Voraussetzungen her. Also freut uns, ja. Ja, aber das, also ein Radschnellweg ist praktisch eine neue Straße und da weiß man ja, wie lange dauern manchmal Jahrzehnte. Ja. Das stimmt, das war jetzt auch nicht ganz schnell daraus. Ja. Naja, dann drücken wir für den Radweg die Daumen, auch für die Innenstädte, drücken wir ein bisschen den Daumen, schön, dass Sie da waren, vielen Dank. Gerne. Tschüss.